Attentatspläne gegen den Rheinmetall-Chef fragen wir jetzt nach bei Sicherheitsexperte Malte Ruschinski. Willkommen im Studio. Hallo. Ja, Herr Ruschinski, erstmal ganz banal vielleicht die Frage nach dem Motiv. Was soll denn das bringen, den Chef eines Rüstungskonzernes zu beseitigen? Der Konzern wird wohl kaum aufhören, Waffen zu produzieren und zu liefern. Ja, es geht hier um eine im Grunde hybride Kriegführung, um eine groß angelegte russische Kampagne. Nicht nur gegen Rheinmetall, sondern natürlich auch gegen andere von den Russen als militärisch, strategisch wertvolle Ziele definierte Ziele konkret. Und das ist hier natürlich der Versuch, eine Unsicherheit zu sehen in Betrieben, in der Rüstungsindustrie, in westlichen Staaten, in europäischen Staaten. Und da ist, wie ja auch zum Beispiel CNN berichtet hat, dieser Attentatsplan gegen den Rheinmetall-Chef nur ein Element in einem größeren, konzertierten Umfang. Und ist jetzt auch dieser ganze größere Umfang vereitelt? Kann man das jetzt schon sagen? Mit Sicherheit nicht. Vielleicht konkret dieser Plan. Offensichtlich, wie ja auch die Berichte zeigen, ist hier schon abgerückt worden von diesen Attentatsplänen. Aber wir müssen davon ausgehen, dass weiterhin die geopolitische Lage, die geopolitischen Risiken, die von dem Krieg in der Ukraine ausgehen, sich weiterhin auch darstellen und herunterbrechen auf ganz persönliche Sicherheitsrisiken hier für Unternehmer in Deutschland, aber auch in Europa insgesamt. Also eine Möglichkeit ist offensichtlich die Arbeit der Geheimdienste, ganz klar. Aber was kann man sonst tun dagegen? Nun, es ist ganz wichtig, dass hier die Spionageabwehr der europäischen Dienste natürlich entsprechend arbeitet. Und die Sicherheitsbehörden müssen hier viel investieren, müssen viel Zeit und viel Geld investieren, um dieser doch sehr erheblichen Gefahr Herr zu werden. Auch die Polizeibehörden spielen dann natürlich mit rein. Denn wir haben hier nicht nur russische Nachrichtendienste, die mit eigenem Personal natürlich hier versuchen, Anschlagspläne durchzuführen und Sabotage auch Akte durchzuführen, sondern dabei werden auch verstärkt kriminelle Netzwerke verwendet, die von russischen Diensten instrumentalisiert werden und quasi als Agenten dienen, um hier entsprechende Sabotage- und Attentatspläne auch umzusetzen. Und das wird auch in Zukunft sicherlich weitergehen und noch verstärkt werden. Also das erinnert ja wirklich auch stark an den Kalten Krieg und die Praktiken da. Nun haben wir ja wiederholt schon die Information bekommen, dass also mögliche Anschläge durch russische Agenten verhindert wurden. Also kann man sagen, die Behörden arbeiten im Moment effektiv und gut oder ist damit zu rechnen, dass sie eben irgendwann auch Erfolg haben werden? Es ist immer damit zu rechnen, dass nicht alle Pläne entdeckt werden. Hier ist quasi Überstunden angesagt für die Sicherheitsbehörden. Klar werden natürlich hier viele Ressourcen reingetan, um dieser Bedrohung Herr zu werden. Aber wir haben eben auch andere Bedrohungen, die wir hier sozusagen in Deutschland und auch in Europa haben. Das ist eben islamistischer Terrorismus zum Beispiel, aber auch andere aus anderen politischen Ecken. Und hier gibt es eben nicht nur die russischen Sabotageversuche, die hier ganz konkret quasi behandelt werden müssen durch die Sicherheitsbehörden. Und deswegen ist das eine sehr große Herausforderung. Die Wahrscheinlichkeit, dass da mal etwas durchkommt, ist schon sehr hoch. Also Ruschinski, der Kreml, hören wir gerade per Eilmeldung, weist also die Vorwürfe komplett zurück. Nicht überraschend. Andererseits wäre es naiv zu sagen, dass man da auch auf diplomatischer Ebene schon noch was machen kann? Natürlich muss auch politischer Druck ausgeübt werden. Das ist klar. Also es muss der russischen Seite gezeigt werden, dass diese versuchten Sabotageakte, diese versuchten Attentate natürlich einen Preis haben und auch einen politischen Preis haben. Und das muss der russischen Seite klar werden. Wie könnte der aussehen? Das kann zum Beispiel aussehen, dass es diplomatische Konsequenzen gibt, wenn das dann konkret nachgewiesen wird. Das wird natürlich wieder auch zu Antworten führen. Aber ich denke, eine Entschlossenheit hier sollte eben auch dargestellt werden. Wir sind hier nicht mehr im sicherheitspolitischen Bullabü, sondern wir müssen hier tatsächlich, denke ich, auch Flagge zeigen und auch aggressiver, auch diplomatisch der russischen Seite klar machen, dass das so nicht weitergehen kann. Die Einschätzung von Malte Ruschinski. Vielen Dank. Genau.